Jo, weiter geht's mit Splinter Cell Blacklist. Wir befinden uns mitten in einer Mission in London. Wie man sieht am Wetter. Aber wir haben unseren Nanosuit an und den Regenschirm dabei. Und da drüben leuchtet das Datenpaket. Endlich. Die Aufregung war umsonst. Das Datenpaket ist gleich hier. Aber wo sind die roten Punkte? Die sind unter mir, verstehe. Den Tricopter-Einsatz haben wir auch schon hinter uns. Aber vielleicht darf er heute nochmal ran. Wenn er brav war, lasse ich ihn nochmal raus hüpfen. Oh, nein. Das war knapp. Scheiße, Scheiße. Das Geländer bietet keine Deckung. Da hatte ich aber jetzt wirklich Glück. Muss ich den Haftjogger bemühen? Hier ist das Vögelchen. Ja, das Vögelchen. Gleich pfeift's. So. Zwitschert. Es zwitschert in seinem Hirn. Da unten sind noch 4 Stück Terroristen. Hier werden wir auch alle ausschalten. Ich will meine Ruhe haben beim Datenpaket einsammeln. Ich könnte dasselbe nochmal machen. Einfach den darauf. Einfach rauflocken. Und wir warten hier auf ihn. Ist er? Ah. Nein, nicht runterfallen, bitte. Will. Ah, so. Nein, er ist runtergefallen. Oh Gott. So fällt er runter. Scheiß Schwerkraft. Hatte nie Vertrauen in die Schwerkraft. Jetzt schon erst recht nicht. So, hier können wir den Strom abschalten. Hm. Klingt vernünftig. Und er sieht, er liegt im Schatten, Gott sei Dank. Das ist gut. Ich glaube, jetzt ist keine gute Gelegenheit. Wir warten, bis er sich umdreht. Ja. Jetzt muss ich schnell sein, weil sonst werden sie beide investigieren kommen. Oder? Nein? Das war auch etwas faul, ich gebe es so. Da ist noch einer. Scheiße. Jetzt der kommt nachschauen. Oh shit! Na, das war nötig. Sorry. Ging nicht anders. Was macht er? Ihm ist das wurscht. Er arbeitet auch im Dunkeln. Denkt er sich? Dreh dich um, will dich ausnocken. Er bleibt so stehen, wirklich. Hat er vorher auch nicht gemacht. Ich will Haftjogger-Munition sparen. Er sieht überhaupt nichts. Muss ich den etwa gar nicht ausschalten? Er ist vielleicht ein Zivilist? Naja, ich tue ihm eh nichts. Er schläft nur eine Weile. Hm, was machen die hier? Genau. Lässt sich noch nicht feststellen. Oh, 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 was? Wer? Wer hat mich gesehen? Och, du Arsch. Kriege ich den Bonus nicht. Kriege ich keinen Bonus mehr. Und die Verstärkung kommt an. Und? Der Robot. Wow! Heilige Scheiße, er ist ja in die Luft geflogen.
Das war ein Kamikaze-Bot. Shit. Und jetzt bin ich wieder hier. Oh, fuck. Okay. Ich melde mich wieder. Bis dann. Okay, ich bin zurück. An derselben Stelle. Nur die Wachen sind jetzt schlafen gelegt und hier hat sich vorher ein weiterer Robot bemerkbar gemacht. Aber der kommt anscheinend nur raus, wenn sie irgendwie alarmiert sind. Ja. Der fährt hier nicht immer rum. Obwohl, hier sehe ich die Bedienmannschaft. Komisch. Mir egal. Ich nehme es, wie es kommt. Ich schalte sie, glaube ich, trotzdem aus. Sicher ist sicher. Frag mich nur, wie. Vielleicht so. Bitte. Hat das als Entdeckung? Ah. War ich schnell genug? Und wo ist das Datenpaket? Immer noch kein Datenpaket. Ich glaube, das erlebe ich nicht mehr. 13 Meter. Da oben. Es klebt an der Decke. Komme ich denn da rauf? Das klebt da oben. Das ist interessant. Ist es oberhalb der Decke oder unterhalb? Oh. Ich glaube, ich muss darauf irgendwo. Er lässt mich aber nicht. Ich krieg hier nirgendeinen Prompt, um raufzuklettern. Und das ist komisch. Und da komme ich ja auch nicht rüber. Oder? Kann ich hier balancieren? Ja, hier. Ah. Nein, auch nicht. Zu früh gefreut. Von da bin ich gekommen. Ja. Interessant. Interessantes Problem. Erkundung. Aha, immerhin. 100 Punkte extra. Ich könnte mich noch weiter runterlassen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich darauf komme. Ich kann hier nichts klettern. Ich meine, es wäre im Grunde... Oder einfach runterschießen. Kann ich jetzt runterschießen? Nein, jetzt sieht man... Ich glaube, es schimmert nur durch die Decke. Es glitscht ein wenig durch die Decke. Unterschießen kann ich es nicht. Cool. Bin überfragt. Ich meine, es wäre eigentlich nicht schwer, hier irgendwo hochzuklettern. Na? Schalter benutzen. Von außen vielleicht? Ja, von außen. Außen geht's. Sag das doch gleich. Also. Es gibt 10.000 extra. Perfekt. Jetzt kann ich beruhigt einschlafen. Jo. Der Laptop ist auch gleich in der Nähe.
Geh weiter runter, Sam. Die sind anscheinend dabei einzupacken. Uns läuft die Zeit davon. Einzupacken? Sag bloß, jetzt kriege ich noch einen Countdown. Habe ich keine Freude. Arbeite schlecht unter Druck. Der nächste LKW fährt ab. Ich sehe ihn. Verlier den nicht auch noch, Charlie. Was heißt den auch noch? Tu, was du kannst. Ich gehe jetzt zur Ladebucht. Da ist die Ladebucht. Den werde ich von oben erledigen. Es bot sich an. Das klingt nach Bord. Täusche ich mich? Nee, ich täusche mich. Hier ist der Laptop irgendwo. Oh, das könnte ein Problem werden. Ich werde dich anlocken. Oh shit, ich glaube, der ist außer sich. Nee. Er geht es gemütlich an. Nein, nein! Genau so. Hinter mir war ein Bot zu sehen. Wo war der? Ich hab das Licht gesehen. Bin ich erschrocken, Mann. Nee, das war, glaube ich, kein Bot. Das war das Gewitter. Ich sehe schon Gespenster. Wo sind die alle? Der eine ist da im Raum. Dann komm wieder raus. Die kleben alle zusammen wie die Ketten. Schaust ihm in die Augen und es ist keiner zu Hause. Das kenne ich. Unter mir. Stehe. Den kann ich aber nicht ausschalten. Oder? Das ist alles einsehbar. Die stehen ja gleich da drüben. Siehst du? Jetzt hätten sie mich gesehen, spätestens. Fuck. Das ist problematisch. Und das ist ein Vetter. Das sind Zivilisten. Bräuchte einen besseren Weg nach unten. Geht das da durch unter mir? Wahrscheinlich. Das ist blöd. Ich hätte das lieber ausgekundschaftet vorher. Ich komme da nicht runter. Wenn ich die zwei ausschalte, sieht er sofort der Dicke. Das heißt, ich muss den Dicken irgendwo da drüben ausschalten. Aber wie? Der geht jetzt genau wohin? Er geht bis daher. Bleibt stehen. Und jetzt. Nein, wieso?
Das war gemein wieder. Komm raus. Oh. Die Tür kämpft. Oh, er hat mich. Er hat die Tür aufgedreht. Das wollte eigentlich ich machen. Oh Gott, das wollte ich machen. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich bin zurück und habe, glaube ich, eine Möglichkeit gefunden. Glaube ich. Es kommt einer nachschauen. Oh, der Fette kommt nachschauen. Das ist nicht gut. Der Fette nachschauen. Ja, geh ein wenig weiter vor. Bisschen weiter. Scheiße. Nee. K.O. von oben. Also. Aber nicht rechtzeitig genug. Ist ja auch alarmiert. Sind sie alle alarmiert? Was ist mit dem? Der steht immer noch am Feuer. Wärmt sich die Finger. Machen wir es so. Um Zeit zu sparen. Wir wollen ja nicht den ganzen Tag verbringen. Ah, jetzt kann ich den ausschalten. Das wäre von oben möglich. Oder auch von hier. Keine Ahnung, ob sich der jemals da wegbewegt, sonst muss ich wieder rauf. Von oben wäre es eigentlich überhaupt kein Problem. Ja, ich gehe einfach rauf. Springe auf ihn drauf. Wo war das schnell? Hier. Nein, was machst du? Sollst du die Tür aufmachen? Was hat er denn jetzt? Jetzt ist er ausgeflippt. Schau. Was macht er? Soll der etwa verstehen? Nein, nein. Oh Gott. Er hat mich gehört. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Was war's? Ich war zu ungeduldig. Zigtausend, das lobe ich mir. 28 Meter. In diese Richtung. Kein Mensch hier. Glaube ich, nicht der richtige Weg. Sie lassen mich nicht runter. Muss, glaube ich, im Gebäude bleiben. Auch gut. Sie wollen, dass ich es hier mache. Kein Problem. Ich bin im Büro. Ganz normaler Tag im Büro. Iranische Dokumente. Tippe auf Kurzbrigaden. Das würde Ihren Besuch bei Nuri erklären. Scanne jetzt. Der Beweis für eine Verbindung zwischen Iran und Blacklist. Ja, so wie am Holodeck. Das Zeug zu Caldwell, so schnell wie möglich. Bei Jean-Luc Picard. Sieh dir das an. Die markieren Todeszonen für einen Angriff. Was ist das? Hartford, Connecticut. Schwer zu sagen. Ich schicke dir ein Ladungsverzeichnis. Kommt jemand? Ist nur der Hausmeister. Ja, das war alles. So, tragen die Schutzbekleidung. Die letzte Ladung wird abtransportiert. Lass Briggs die Stellung wechseln und den Laster ausschalten. Negativ.
Wir müssen rausfinden, wo die hinwollen. Ich bringe einen Sender an der Ladung an. Die tragen Schutzanzüge, du weißt nicht, was eben, da drin ist. Sag ich doch. Du hast sicher schon Schlimmeres abgekriegt. Wenn man dich sieht, ist die Mission gescheitert. Du vergisst, mit wem du redest. Ja. Redet aber nicht mit mir. Oh shit. Peilsender. Unentdeckt bleiben. Gegner nicht verletzen. Was denn noch? Bin doch nur Sam Fisher. Ich bin nicht einmal Sam Fisher. Ich tu nur so, als ob. Es kommt noch erschwerend hinzu. Jetzt kommt der auch noch da. Was macht der da? Geistert hier rum. Den muss ich als erstes ausschalten. Ich kann nicht alle drei auf einmal. Naja, doch, Schlafgas. Schlafgas. Zuerst ihn mit Half-Joker und dann Schlafgas. Was? Ach so, ich habe Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Das darf ich auch nicht. Ich hätte ja blitzschnell das Schlafgas gezückt und hätte dann alle ausgeschaltet. Das wäre sich ausgegangen. Aber die haben nicht an mich geglaubt. Wie soll denn das gehen? Es ist ja extrem hell hier. Ich darf verletzen. Ich darf sie weder umbringen noch verletzen. Verstehe. Also wenn ich ihnen eine aufs Hirn haue, ist das schon verletzt. Auch nicht erlaubt. Muss es unbedingt hinten sein am LKW? Wieso kann ich es nicht vorne anbringen? Das ist eine unnötige Komplikation. Mich fragst. Ah, das geht nicht. Siehst du, ich darf sie nicht mal ausnocken. Ich wollte es nur noch einmal probieren. Das letzte Mal. Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß es sogar ich. Welche Lampe scheint darüber? Das müsste man es wissen. Gleich zwei Lampen. Das heißt, ich stelle mich vor den LKW, schieße die Lampen aus, die laufen dann rüber, schau nach dem rechten und einstweilen bringe ich den Peilsender an. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Das ist auch mein einziger Plan. Ist er? Ja. Was? Das darf ich auch nicht? Ich darf nicht mal die Lampen ausschießen. Wieso das? Habe ich sie dann verletzt? Hat sich einer so erschrocken, dass er einen Herzinfarkt bekommen hat? Oder in die Hose gemacht und das zählt schon als verletzt? Weil er hatte harten Stuhl. Nervig. Das ist nervig. Es wäre so leicht, sie auszuschalten, aber okay, ich sehe es ein, dass das nicht Sinn der Sache sein kann, weil wenn da einer fehlt, erregt das natürlich Aufsehen. Das stimmt schon. Das ist absolut logisch. Ach, so einfach wäre es gewesen. Ich dachte, da muss ich jetzt eine Viertelstunde auf den A-Knopf drücken, bis er das drauf poppt. Sag das doch gleich. Bestandteile für eine chemische Waffe. In der Form von VX-Nervengas. Woher wusstest du? VX? Eine Bombe in einem Schutzbehälter. Ich werde mal reinsehen.
Eine Bombe in einem Schutzfelder. Ich werde mal reinsehen. Ja. Ich muss den Peilsender dort anbringen, wo keiner nachsehen würde. Ein paar Mikrogramm vor X können bereits tödlich sein. Meine Frau kocht auch nicht besser. Bin das gewohnt. Schmeckt besser als VX-Nervengas. Wie gesagt, Sender angebracht. Ich verschwinde. Warte mal kurz. Was? Ich habe Gespräche abgehört, die über die Funkzelle in der Nähe der Fabrik laufen. Hör mal. Bring sie nach Westen. Wechselt unter der Brücke den Fahrer und verschwindet. Das SMI meldet eine teilweise Übereinstimmung. Sadiq ist vielleicht in der Fabrik. Schickt die Position aufs Orbside. Die Gelegenheit ist günstig. Geht klar. Ja, wir entkommen, aber in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Sam, du bist erst sicher, wenn der LKW unterwegs ist. Ich bin leise.